Ladies and Gents, herzlich willkommen zur achten Ausgabe heute am 13. August 2013. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Bevor ich heute irgendwas sage, gebe ich erstmal ganz schnell ab, weil ich hier noch schnell was zu klären habe. Norbert, sagst du schnell guten Abend, bitteschön. Schnell guten Abend. Yes, Sir. Willkommen zum DE Talk. Und ja, wie gesagt, mit Marc, mir und Thomas. Und wir werden heute über alles Mögliche reden. Wir haben auch Hauptsächlich aber. den zweiten Teil unserer Alltalk-Ausgabe. Ja, sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ja, hauptsächlich mit jemandem von euch. Also kommt einfach rein und sprecht mit uns. Jo. Und um euch noch etwas Zeit zum Überlegen zu geben, bringen wir noch mal ein bisschen was so allgemein passiert ist oder auf dem Plan steht Ein für paar den Markt. News, genau, ein paar News haben wir vorbereitet. Okay, aber wir sind nicht zu zweit, sondern wir sind wie immer zu dritt. Thomas, sag doch mal, Ja, bitte los. dann sage ich auch mal Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer achten Episode. In der Hoffnung, dass ja, jemand von euch Lust hat, mit uns zu talken, wäre toll. Den Link dazu, um hier reinzukommen, gibt es im Chat, im VTTV-Chat und einfach eine PM an Lilly schicken. Die leitet euch dann hier in unseren Raum. Genau. Also wer Lust hat, schreibt einfach Lili eine PM im Chat und einen Google Plus Account braucht man wie immer. Mikrofon wäre gut für einen Talk. Kamera muss nicht sein. Einfach mal Lili anschnacken per PM, wer hier rein will. Ja, was gibt es Neues? Bevor wir überhaupt irgendetwas sagen, möchten wir erstmal ganz herzlichen Dank an Media Use einen Dank stellen, weil du uns immer kräftig unterstützt während der Live-Sendungen in den Übersetzungen. Das ist uns letztes Mal auch schon aufgefallen und deswegen erstmal an dich bitteschön ein ganz großes Dankeschön, dass du uns an der Stelle tatkräftig immer zur Seite stehst und uns mit englischen Übersetzungen unterstützt. Das ist sehr gut. Schönen Dank dafür. Ja, letztes Mal hatten wir Steffi zu Gast. Das war sehr gut und sehr schön. Bevor wir heute einen weiteren Gast mit reinnehmen, wenn denn jemand will, haben wir ein paar kleine News vorbereitet. Es war zu lesen, dass es eine europäische Bürgerinitiative gibt bezüglich des Dampfens. Norbert, wolltest du da kurz was zu sagen? Ja, das ist die European Free Vaping Initiative. Da gibt es in den großen Foren bereits Threads. Und was das im Endeffekt ist, ist eine Offline-Bürgerinitiative. Das heißt, sobald die ersten Schritte, die auch schon ziemlich kompliziert sind, abgeschlossen sind, geht es dann ans Unterschriftensammeln. Und da muss man sehr viele Unterschriften sammeln, damit es überhaupt ja, etwas bringen kann. Wobei Unterschriften heißt jetzt analoge Unterschriften in Anführungszeichen, ne? Richtig. Also Unterschriftenlisten, wo sich Personen persönlich eintragen. Und diese werden dann gesammelt und ausgewertet. Und es müssen verdammt viele zusammenkommen, damit es was bringt. Wie schickt man die denn später hoch? Schickt man die per Post hoch oder kann man die uploaden? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich Okay. glaube, per Post ist zumindest für den letzten Schritt mit Sicherheit nötig. Das heißt also physikalisch vorliegende Unterschriftslisten, Gut, und es damit geht, da auch ja. garantiert nichts Ja. gefälscht wird. Worum geht es denn eigentlich? Also es geht darum, möglichst viele Unterschriften zu sammeln in analoger Form, um was zu erreichen.
wenn das geschafft ist, innerhalb des einen Jahres in ganz Europa 1 Million Unterschriften zu sammeln, und das ist schon eine richtige, kräftige Hausnummer, ja, dann bekommt diese Bürgerinitiative die Chance, direkt vor dem ganzen Europäischen Parlament zu sprechen. Mhm. Und das Anliegen wird dort vorgetragen. Mhm. Da, das hört, ja. Ob das dann zum Schluss wirklich was bringt, weiß man erst hinterher. Aber allein die Tatsache, dass man so eine Bürgerinitiative auf die Beine gestellt hat und vor dem Europäischen Parlament präsentiert, wird schon für eine Menge Aufsehen sorgen. Mhm. Weil das, da gibt es noch nicht viele, die das tatsächlich durchziehen konnten. Und wenn wir das durchziehen können, dann ist uns die Aufmerksamkeit sowohl der Politiker als auch der Medien gewiss. Mhm. Das ist relativ jung, ne, diese Initiative. Ne? Die ist relativ richtig frisch auf die Beine gestellt. Gibt es da sowas wie einen Zeitpunkt, wenn du sagst, das geht ein Jahr? Also geht das jetzt erst, aber wann geht das genau los? Das geht jetzt schon los, ne? Das Jahr hat noch nicht angefangen. Das Jahr beginnt dann, wenn diese Bürgerinitiative registriert ist bei der EU. Mhm. Mhm. Das heißt also, zuerst mal muss man ein paar Mindestvoraussetzungen erfüllen. Die sind jetzt schon erfüllt. Es sind aus mehreren europäischen Ländern Initiatoren dabei mit einer gewissen Grundunterstützung. Mhm. Das ist, soweit ich es bisher sehen konnte, bereits erfüllt. Ja. Jetzt muss die Formulierung und so weiter alles noch in trockene Tücher gepackt werden und alles formal richtig abgeschlossen werden. Da ist auch noch eine Menge Bürokratie dahinter. Und sobald diese Registrierung abgeschlossen ist, geht das ein Jahr los, und innerhalb dieses Jahres müssen dann die Unterschriften gesammelt werden. Okay. Das heißt, man sollte sich schon mal darauf vorbereiten, dass man das beispielsweise in den Offline-Shops auslegt. Ja? Definitiv, ja. Um da Unterschriften zu sammeln, beziehungsweise wenn man selber loslegt, dass man in eigene Initiative in seinem Umfeld möglichst viele Unterschriften auf so einer Liste oder auf solchen Zetteln zusammenkriegt, um die später zurückzuschicken. Richtig, ja. 1 Million europaweit. Hm. Welche Initiative war das noch, die das bislang schon geschafft hatte, da vorzusprechen? Soweit ich weiß, dass die Initiative gegen die Privatisierung der Wasserrechte hat das geschafft. Hm. Und ansonsten fällt mir gerade keine andere ein. Aber das kann auch nur daran liegen, dass schlicht und ergreifend bisher noch überhaupt keine Aufmerksamkeit diesem Thema gewidmet habe. Ja. Wir sollten kurz ein, oder können wir kurz eine URL einblenden, damit jeder weiß, wie das aussieht. Wir haben eine vorbereitet, aber wir sind mit der Vorbereitung heute etwas auf dem Kriegsfuß, um das mal höflich auszudrücken. Irgendwo haben wir den Link, ne? Ich habe ihn natürlich gerade nicht parat. Hat den einer mal eben schnell für uns? Moment. Ich krieg's jetzt so schnell nicht hier rausgezuppelt. Das Ganze, doch, da habe ich es doch hier groß stehen. Das Ganze hat auch eine Abkürzung, ne? F wie, fast so wie N wie. Mhm. Noch etwas freundlicher. Also European Free Vaping Initiative. Und da gibt es auch ein Logo für. Ich mache mal eine schnelle Freigabe, dass man einmal sieht, wie es aussieht. Ich hoffe, man sieht es. Ja, also die grüne Faust, EFVI.
www.emilfriedrichviktorida.eu. Gibt es auch in einer deutschen Übersetzung, die, glaube ich, nicht ganz so gut gelungen ist vielleicht, aber da kann man sich zumindest einmal anschauen. Gut. Okay. Ja, dann gab es noch einen zweiten Punkt an News. Und zwar wollten wir einen Punkt aufgreifen, den wir im Forum entdeckt haben. Und zwar hat DAC, also DAC, D-U-C-K, im ERF-Forum, hat nochmal auf eine Initiative hingewiesen, auf eine E-Mail-Aktion, dass man dem Bundesministerium für, jetzt muss ich mal hier wieder, wie heißt das nochmal? BMEL irgendwas, Bundesministerium für, wie hieß es? Bundesministerium für Landwirtschaft, Verbraucherschutz. Ja, für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dass man da nochmal hinschreibt. Das ist unter anderem das Ministerium, wo die Frau Aigner auch tätig ist. Auch da gibt es im ERF ein Thread zu, der unter Sonstiges steht. Ich zeige das auch nochmal ganz schnell. Und vor allem gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Ja? Der Thread im ERF, ich zeige das ganz schnell. Zickezackerei. Im ERF heißt Vorschlag Doppelpunkt Mail an das BMELV, das ist eben das Bundesministerium für, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. So, und dann hat Stack nochmal drauf, macht er nochmal darauf aufmerksam, dass man dorthin schreibt, weil das ist also was Innerdeutsches, dass man. Was ist jetzt? Okay, ich denke gerade, meine Kamera ist weg. Weil das, das was innerdeutsch ist, dass da an die über dieses Ministerium nochmal indirekt an das Europäische Parlament das Ganze adressiert wird. Ja? Also erstmal hier ist das zwar was innerdeutsches, was aber durchaus Sinn macht, da hinzuschreiben. Die IGED hat dort auch hingeschrieben und es wäre gut, wenn wir in der Vielzahl uns da auch nochmal per Mailing-Aktion zeigen würden. Ja, das möchten wir nicht unterlassen, da diese Initiative zu unterstützen. Also wer es schon kennt, wer da schon seine Mails geschrieben hat an die Geordneten, dem dürfte es ein leichtes sein, da auch nochmal per E-Mail hinzuschreiben. Gut. Ja, bislang, ja. Bitte. Der Grund und der Zweck für die Mails an genau diese Adresse ist folgender. Diese Abteilung des Ministeriums ist quasi unsere deutsche Abteilung im Ministerrat der EU und die sind ja. Quasi die zwei neben den ganzen Parlamentariern, dem Plenum, ist der Ministerrat die zweite Stelle, die sich mit der Richtlinie befassen muss und ihren Segen geben muss. Ja. Im Moment sieht es so aus, dass die schon mal signalisiert haben mit diesen seltsamen 1 Milligramm pro Milliliter, dass sie das denen gefallen würde, dass sie das für sinnvoll erachten. Offensichtlich haben die keinen Blassen, was abgeht, was das bedeutet. Und wenn sie nicht wirklich mitkriegen, was das wirklich bedeutet, werden die Richtlinie, so wie sie jetzt demnächst überarbeitet rauskommt vom Envi, einfach nur abnicken. Ja. Wenn das Plenum auch durchwinkt. Ja. Dann hätten wir die Katastrophe. Deswegen wenn wir dagegen den Ministerrat, also unsere Deutschen,
schon mal davon überzeugen, dass das so nicht geht, dass an der Stelle ein kapitaler Bock geschossen wird. Selbst wenn wir im Plenum versagen sollten, wenn wir die Parlamentarier nicht überzeugen können, dass sie das sowieso von sich aus mal ablehnen, da haben wir immer noch die Chance, den Ministerrat zu überzeugen. Nur, wir sollten wirklich jede Chance nutzen und der Ministerrat ist quasi unsere zweite Chance. Ja. Ja, der Ministerrat ist ja eigentlich auch genauso relevant für das komplette Entscheidungsgehabe der EU wie der andere Teil des Parlaments. Also das sind die zwei Seiten, die zusammenkommen müssen, sich einigen müssen auf irgendetwas einigen müssen, sonst kommt es nicht zustande. Und wenn die eine Seite da Probleme mit hat, wird es so lange diskutiert, bis es eine Lösung gibt. Von daher ist die Seite da anzusprechen genauso wichtig und genauso relevant wie das, was wir bis jetzt gemacht haben mit den ganzen Sachen wie bei Juri oder Inter. Die dort anzusprechen, macht genauso viel, oder ist genauso wichtig wie halt jetzt auch ans Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und so weiter E-Mails zu schreiben und die dort zu informieren. Genau, das ist eine indirekte Beeinflussnahme, um die endgültige Entscheidung, wie ihr das beiden gerade schon gesagt habt, nochmal zu beeinflussen. Wenn wir da Einfluss nehmen können und die letztendlich auf EU-Ebene, auf Ratsebene eben auch noch Ja sagen müssen, ist das eine richtige und wichtige strategische Stelle, um da noch einzugreifen. Ja? Gut, vor allem, wir sollten da echt nichts unversucht lassen. Wir haben schon viel Übung in der Adressierung, im Anschreiben an Parlamentarier oder an Politiker. Nicht nur die Postkartenaktion, auch schon vorher. Also das ist eine sinnige Sache, da nochmal diesen Weg auch zu nutzen. Ja, was sonst haben wir noch an News? Am 9.9. gibt es nochmal, ist relativ frisch, ja. Am 9.9. ist ein Treffen, oder am 9.9. fährt die IGED nach Düsseldorf. nach Luxemburg. Straßburg. Straßburg. Ja, und übergibt dort die Unterschriften, die wir bis jetzt gesammelt hatten, für die Petition. Ja, und ruft auf, da mitzumachen, also wer da mitfahren will, um die Unterschriften letztendlich dem, wie heißt er, dem, wie heißt er, Martin Scholz, Michael, nee, dem EU-Oberheini da, wie heißt er denn? Dem Obermenschen da von der EU zu übergeben. Das ist der Herr Schulz. Schulz, Martin, ja. Ne? Oh, Vorname habe ich jetzt leider auch nicht im Kopf, aber ja. Das ist der Parlamentspräsident Martin Schulz, genau. Jetzt halt. Genau. Ja. Ich hatte gerade eben auch einen kurzen Hänger, aber genau, Martin Schulz. Ja, also da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Ja. Weil das ist bei mir ja gerade um die Ecke. Eine Stunde Fahrt oder so. So. Es hält sich hier mit den Live-Gästen heute stark in Grenzen. Also wir können es aber nur anbieten, aber wir wollen auch natürlich keinen dazu zwingen. Das ist natürlich immer so ein schlecht zu planender Faktor für den Fall, dass sich da jetzt nicht allzu viele Leute melden sollten, haben wir Plan B in petto. Und Plan B an der Stelle ist einfach die Fortsetzung von dem, was wir schon mal gemacht haben, dass wir uns selber hier ein bisschen interviewen. Ja. Und sobald oder soweit hier keiner als Gast heute reinkommen kann oder will, packen wir Plan B aus der Tasche.
Und entweder Thomas wird interviewt oder einer von uns beiden, von euch beiden, nimmt mit mir vorlieb. Ja, mal eine persönliche Vorstellung, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, wie wir zum Dampfen gekommen sind und so weiter. Hat Norbert ja schon erledigt für seinen Teil und bei uns beide wisst ihr eigentlich noch nicht recht viel. Das wäre natürlich auch noch eine interessante Sache. Finde ich jedenfalls immer interessant zu sehen, wie sind denn andere Leute zu der Dampfe gekommen? Ging es denen genauso damit? Haben sie die gleichen Erfahrungen gemacht? Waren sie auch sofort begeistert? Oder? Ja, wie sah es denn bei dir aus, Thomas? Wir haben neulich mal festgestellt, oder vor ungefähr, ich glaube, das war die erste Sendung, vor, ne, ja, vor gut zweieinhalb Monaten, ja. Zweieinhalb Monaten ungefähr, genau, dass wir fast am gleichen Tag angefangen haben, ne? Ja. Mit dem Dampfen. Genau, heute ist der 13.8. Das heißt, du bist heute seit genau anderthalb Jahren am Dampfen? Wenn ich es richtig mir, weiß. Bei mir ist es der 13. Februar 2012 um. Ja, dann ja mal ein herzliches, einen herzlichen anderthalbjähriges Geburt, ja, Dampfgeburtstagsgruß. Ja, und bei dir, danke, bei dir war es auch der 14. Bei mir war es der 12. Oder der 12., okay, ein Tag vor oder nachher, ja. Ja. Bist du voll umgestiegen seit der Zeit oder bist du Dual-User? Ich bin wieder Dual-User, wieder, ja, leider, aber nach drei Monaten, ja, andersrum, fangen wir vorne an. Ich hatte durch Zufall auf der Suche nach ganz anderen Sachen, ich hatte einfach nach USB-Gadgets gesucht, so Spielchen wie Ventilatoren und Tassenwärmer und so weiter, bin ich irgendwann mal an einen USB-Pass geraten, in so einem chinesischen Online-Shop, der ja Schnickschnack verkauft, so Klimbim, Krimskrams. Mhm. Und habe gedacht, hoppla, das habe ich noch nicht gehört, was ist das denn? Und habe gesehen, was E-Zigarette. Und da ich ja doch ziemlich gerne rauche und mir gedacht habe, E-Zigarette, was ist das jetzt? Hat mich das Ganze halt interessiert, habe ich dann angefangen, mal Google zu benutzen und habe gesehen, dass es da eine ganze neue Welt gibt, die mir vorher total unbekannt war. So ein USB-Pass, froh, muss ich glaube ich nicht mehr erklären, ist ein Akku, der einfach an den Computer angeschlossen werden kann und zum Aufladen. Ja. Und, den man aber sofort benutzen kann, während er aufgeladen wird, ne? So viel ich weiß, ja. Benutzen kann, den Akku, während er aufgeladen wird, ja. Ja, sollte eigentlich funktionieren. Ich habe das Ding eigentlich immer noch und immer noch den ersten, der ist seit anderthalb Jahren an meinem USB-Anschluss dran, funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Hat von Anfang an auch funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob der leer war, wo ich ihn bekommen habe. Jedenfalls konnte ich gleich losdampfen und war total fasziniert davon, dass ich jetzt an meinem Computer ein Kabel habe, an dem ein Stück Metall dran hängt und aus dem Ding kommt Rauch, also Dampf raus. In dem Moment natürlich noch Rauch, weil ich damit das noch heißt, nicht viel anfangen konnte, aber mittlerweile weiß ich, dass es Dampf ist und. Das war deine erste E-Zigarette dadurch als USB-Gadget? Genau, das ist ja vielleicht das nicht der Weg, wie sonst jeder dazu kommt. Die meisten wollen doch irgendwie versuchen, das Rauchen sich abzugewöhnen oder zu reduzieren und rennen in der Apotheke, erfahren, dass es da Pflaster gibt oder sowas. Oder finden es halt durch Zufall über andere Wege oder Bekannte, die das schon benutzen. Bei mir ging es halt irgendwie ganz anders. Reiner Zufall, aber da wirst du nicht lange bei geblieben sein, schätze ich mal, oder? Ja, die erste Woche ungefähr, ja. Weil ich habe mir gedacht, gut, bestellst du das Teil mal. Das, wie gesagt, das kam am 12. hier an. Und seitdem benutze ich das Teil. Aber mittlerweile oder in der Zwischenzeit, bis das Ding hier war, China-Bestellungen, wissen wir alle, dauern etwas länger wie hier in Deutschland, wo es am nächsten Tag schon da ist, hatte ich mich natürlich in den zweieinhalb Wochen weiter informiert und hatte schon eine Bestellung für den Ego T-Set. Das war damals so das High-End-Modell, mehr oder weniger. Ja. Aber ich meine, da bist du ja immer an einen PC gebunden, ne, um zu dampfen. Über das Pass-Through-Teil, ne?
Nee, da gibt es auch normale Eco-Standard-Akkus, die ein Pass-Through haben. Und es gibt 510er, also diese dünnen Akkus, die gehen, glaube ich, wirklich nur, wenn es am Computer hängen. Die können die laden nicht, sondern die setzen das direkt um. Ja, da ist bloß so ein 10440, also ein ganz kleiner Mini-Akku als Puffer quasi drin. Es ist sehr witzig. Bei mir war es eigentlich auch so. Ich habe irgendwann im Dezember 2011 war es auch oft nicht auf der Suche, sondern ich habe Videos geguckt von der Chip-Zeitung. Ähnlich wie du sagst, du, wo du Ja. irgendwas gesucht hast, im PC-Bereich oder so, habe ich mir Videos angeguckt von der Chip. Und da war komischerweise war auch ein Testbericht drin zu einer, was war das denn? Das war, glaube ich, auch eine Das war, glaube ich, auch eine Ego. Ich hätte Ego. das Also Video dann auch war. ein paar Wochen später entdeckt, weil ich ja total begeistert von dem Erlebnis, von dem ganzen Phänomen Dampfen war. Habe mich natürlich auf YouTube gestürzt und geschaut, was gibt es denn da an weiteren Informationen und gibt es da noch anderes und was gibt es überhaupt alles. Das Video hatte ich auch gesehen, ja, das war eine normale oder eine Standard-Ego-T, so viel ich weiß, wenn Genau, ich mich recht erinnere. Ego T, Ja. Typ A und B. Und das, was ich am geilsten fand von dem Video, was mich überzeugt hat, war der letzte Satz. Und der letzte Satz, also die haben einen Test gemacht, bla bla bla, haben erzählt, wie es funktioniert. Und drei Leute in der Redaktion von der Chip, die haben das ausprobiert. Und der letzte Satz war, dass zwei von denen dabei geblieben sind. Ja, bei der EOT oder was immer das auch war. Und das hat mich angespornt, danach weiter zu suchen. Das war so mein Schlüsselerlebnis, in Anführungszeichen, am Anfang, wie ich danach gesucht habe, weil, sei ehrlich, also mir ging es zumindest anfangs so. Die ersten Geschichten von der E-Zigarette, wo ich mich damals informiert habe, die waren halt genauso negativ, wie das heute teilweise oder größtenteils immer noch so ist. Also wenn man sich für informieren wollte, Anfang 2012 ungefähr, sah das ähnlich schlecht aus mit einer objektiven Informationsdarstellung im Netz. Oh ja, das war ja gerade die berühmte Zeit kurz vor der ersten Dampfer-Demo mit der Aktion von Philgur, der Mut zur Wut-Aktion. Das war ja alles in dem Zeitraum dann kurz nach Februar. Das ging ja so März, April richtig rund, gerade in NRW mit dem Rauchverbot und so weiter. Aber du hattest gerade gesagt gehabt, das hättest du schon irgendwie im Ende 2011 gesehen, das Video von der Chip. Das ist ja doch noch ein ganzes Vierteljahr früher. Hast du so lange noch mit dir gerungen, gezögert oder? Ich meine, das war in dem Zeitraum. Ich bin dann angefangen, ehrlich gesagt, wahrscheinlich wie jeder. Und bin natürlich, weil es billiger ist, ne, in den Tabakladen gegangen und habe mir für wenig. Ja klar, was denn sonst, ne? Ja, Hab mir für sicher, wenig. so Hab eine mir. hatte ich. Sorry, ich muss mal eben ausreden, danke. Hab mir für wenig Geld, das waren 24 Euro, weiß ich noch genau, so ein Scheißding andrehen lassen und war ziemlich enttäuscht. War natürlich, ich denke mir, das ging vielen so, hatte so den Anschaffungswiderstand von 80 Euro oder von 100 Euro. Das war mir einfach anfangs zu viel. Bin also darauf reingefallen, was überhaupt nicht funktionierte. Das hat dann noch ein paar Wochen gedauert, bis ich mich weiter informiert habe. Irgendwo bin ich auch bei der EgoT hängen geblieben, glaube ich, genau. Und was mir wichtig war, ich war dann noch nicht so ich glaube, Dampferhimmel bzw. Feelgood hatte ich da noch nicht gefunden. Was mir wichtig war, ich wollte unbedingt in den Laden gehen und wollte diese teuren, großen Dinge ausprobieren. Und da habe ich ein bisschen gesucht, genau. Ich habe das systematisch, aber umständlich bin ich über Joy E-Tech, habe ich geguckt, wo wird das hier im norddeutschen Raum vertrieben, wo gibt es hier einen Laden. Und habe dann endlich auch einen gefunden, das war sehr gut. Und das war dann eben zeitlich dann der 13. Februar 2012, wo ich hier einen Laden gefunden habe. Weiß ich noch genau, wo ich die Fluppe vor dem Laden ausgedrückt hat, reingegangen bin, eine kurze Beratung bekommen habe, die ganz gut war. Und danach rausgegangen bin und das war's. Und ich weiß noch genau, wie ich die Verkäuferin oder die Frau, die mich da beraten hat, wo ich sie gefragt habe, aber da ziehst du schon auf Lunge, ne? Weil mir das alles, ja, weil das ist neu für mich war, ne? Und die Beratung, das fand ich sehr gut, ohne dem, also ich hätte
ich habe mich gescheut, einfach so irgendwas aus dem Internet zu bestellen, was ich nicht vorher probieren konnte. Hattest du Ja, das denn? gut. Naja, gut, so ein China-Pass-Through war vom Kostenfaktor doch noch eine ganz andere Hausnummer wie die Sachen, die du bei uns in Deutschland zu der Zeit bekommen hast. Hier hattest du ja vor einem Jahr noch 80 Euro für ein EcoT-Starter-Set bezahlt, beziehungsweise so ja 20 bis 30 Euro für so eine E-Health oder wie die ganzen kleinen Mini-Mikro-E-Zigaretten, die ganz lustig ausschauen und dann keinen Plan von der Sache hat, einen ja auch wirklich zum Kauf verführen. Hurra, ich bin nicht der Einzige, der drauf reingefallen ist. Wollte ich nur sagen, ich habe auch so ein Teil hier liegen. Ja. Auch recht zeitnah nach gekauft, weil ich mir gedacht habe, ui, das ist natürlich genial, weil da brauche ich nicht immer auf den Knopf drücken. Das Ding ist schön klein und leicht. Und ich hatte mich auch zu der Zeit noch irgendwie unwohl gefühlt, in durch die Stadt zu rennen mit so einem, ja, Riesenteil kann ich ja heutzutage nicht mehr dazu sagen, wenn du es mir anschaust, was du gerade in der Hand hältst vom Durchmesser hier, ist das ja noch mal eine Nummer mehr. Aber irgendwie war ich mir nicht wirklich komfortabel beim durch die Stadt laufen mit so einem Teil, weil das, ja, selbst heute kriegst du ja noch ab und zu mal merkwürdige Blicke. A, durch die Negativpropaganda, die über alle damals ja auch genauso heftig, wie es heute ist, hat sich eigentlich nichts dran geändert an der Presselandschaft, an den Kommentaren, Artikeln, Berichten. Größtenteils jedenfalls. Mhm. Und hat mir halt gedacht, so eine Mini, das wäre doch gerade das richtige Schicke. Das fällt nicht so auf. Und wenn das Ding genauso gut funktioniert, dann wäre das eine tolle Sache. Fände ich heute immer noch, dass das eine tolle Sache wäre, wenn die Dinge denn so funktionieren würden, wie die großen, die richtigen. Ja, okay. Ja. Aber das mit der Größe war mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Mir ging es anfangs wirklich um das Prinzip. Also ich war sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Heute ist es normal, aber ich war anfangs sehr überrascht, dass die kleinen Dinger jetzt hier, bleiben wir mal bei der Ego oder so, dass das echt funktioniert. Ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, eigentlich willst du gar nicht rauchen, sondern die Tatsache, dass du irgendwas in den Mund schieben kannst, was inhalieren kannst und was dampft. Das ist schon mal, war für mich zumindest schon mal eine sehr große Befriedigung dafür, ne, was ich sonst beim Rauchen auch habe. Da war ich selber überrascht. Das ist im Grunde genommen heute immer noch so. Ja, ich war auch total verwundert. So ein Stück Plastik oder Kunststoff, Metall, man zieht dran und es kommt Dampf raus. Das war für mich am Anfang wirklich total ungewohnt. Mittlerweile gehört es für jeden von uns wahrscheinlich zum normalen Alltag und man denkt gar nicht mehr drüber nach. Aber die ersten Stunden war ich wirklich so dermaßen verblüfft. Knopf drücken, dran ziehen und ich habe Dampf. Dieser ganze physikalische Kram, der da dran hängt, das war für mich wirklich komplett Neuland. Wie ist es denn danach weitergegangen? Wie lange hat es gedauert oder blieb es denn erstmal bei dir bei der Ego? Bei mir blieb es 2 Wochen bei der Ego T, Modell B. Dann hatte ich mir, wie gesagt, für 20 oder 30 Euro so ein Mini gekauft, war dementsprechend nicht begeistert und bin etwas vorsichtiger geworden mit meinen Ausgaben. Hab halt viel YouTube-Videos, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich gleich auf YouTube recht früh den Kanal von unserem lieben Philgood gefunden habe. Und hab mir gedacht, gut, der Mensch redet sehr vernünftig, schaut seriös aus, hört sich alles logisch und schlüssig an, warum soll ich da nicht das doch nochmal riskieren und bin dann recht schnell zu so einer Lava-Tube gekommen. Ach ja. ging dann halt doch in die andere Richtung, ja. Ja. Nicht kleiner doch, sondern größer, weil mehr größer, mehr Dampf, mehr Geschmack und ja, das Thema Geschmack ist dann bei mir noch mal wahrscheinlich etwas anders. Ich bin nach 3 Fläschchen gekauftem Fertigliquid gleich zum Silbermischen übergegangen, weil ja bei uns hier im Offline-Shop hatten sie zu der Zeit nur Dekang-Liquid verkauft, das nicht wirklich meine Geschmacksknospen befriedigt hat, muss man sozusagen. War bei mir genauso. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass mein erster Kontakt, ich war bei High End Smoke, um das einfach zu sagen, mache ich keine Werbung für, aber das war halt der Laden hier.
Da bin ich natürlich danach auch hingerannt und habe mir danach erstmal fleißig Liquids gekauft. Und ging bei mir auch schnell, dass ich gemerkt habe, durch die Videos von Phil, die mir übrigens, also Phil wurde mir auch im Laden empfohlen, das fand ich auch gut, von der Das ist Beratung doch her. mal eine ordentliche Beratung, ja. Finde ich Ja, sehr wichtig, gerade für Anfänger, dass du eine sehr gute Erstberatung hast, der dir erstmal erklärt, was das ist und wie es funktioniert. Gerade bei den Ego-T-Modellen gibt es doch einige Sachen, die schieflaufen können. Mal Sifts, mal Kurkels und so, ja. Ja. Auf jeden Fall ging das bei mir dann weiter. Ich versuche mal parallel zu dem zu erzählen, was du erzählst. Apropos Lavatube, ja. Kann man das sehen? Ja, klar. Ja, Oh, eine leicht Lavatube. geköpfte Lavatube. Ja, scheiße, aber egal. Das war, wann war das ungefähr? Lass mich lügen. März 2012 ungefähr. Das war damals der Renner, dass es einen Akkuträger gab, der, wo du die Spannung verstellen konntest. Ja? Also da wurde viel darüber diskutiert, da war ich mittlerweile auch, glaube ich, schon im ERF und TGT, Stickem war Ja. da ein großes regelmäßiges Thema. Definitiv die Freitagabende mit Wookie und die Sonntagabende. Ja, klar. mit Wookie und mit Ewi, der Dampftuer. Das war echt eine schöne Zeit. Es ist so, kennt wahrscheinlich jeder, wenn irgendwas mal zu Ende ist, weiß man das erst zu schätzen. Ne? Also weiß man erst, wie schön das eigentlich war, wenn es nicht mehr da ist. das habe ich sehr genossen, die Zeit mit Ebi, der viel Shows in Anführungszeichen auf TGC, auf Stickem moderiert hat. Ja, das Habe ich noch habe ich auch wirklich, das habe ich in auch sehr. wirklich sehr vermisst dann, ja. Und das habe ich noch in sehr guter Erinnerung. Das war auch dann so der erste Kontakt, das muss man auch parallel gleich sagen, der erste Kontakt, den ich hatte mit solchen Shows, mit solchen Sessions, dass man einen Live-Chat hat. Das kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht so live. Thomas, ich muss ganz schön unterbrechen für eine dringende Verkehrsmeldung, denn wie ich sehe, ja, haben wir einen Gast. Ja. Hi. Hi Stefan. Stefan, kannst du uns hören? Hi. Hi, schön, dass du da bist. Ja, danke, gerne. Ja. Ton und Video sind in Ordnung. Du kannst uns hören, wir können dich hören. Sieht so aus, ja. Sieht Ich so hoffe, aus. Okay, haben wir Feedback? Feedback-Schleife oder so ist zu laut? Nö, hier kommst du gut an. Wunderbar. Ja. Alles einwandfrei. Herzlich willkommen. Hi. Auch Ja, von mir. Stefan, erzähl was über dich. Wie lange dampfst du schon? Ja, ich hatte es gerade eben im Chat geschrieben. Also ich dampfe seit Ende 2011 und ja. Hast du damit mit dem Rauchen dann aufgehört seit der Zeit? Damals habe ich sehr, sehr schnell komplett aufgehört. Also das ging total problemlos. Also ich hatte mir, das weiß ich auch noch wie gestern sozusagen, ne, so ähnlich wie bei dir, noch die Kippe vorm Laden ausgedrückt. Und das war auch ein Offline-Laden. Und das war für mich auch toll, weil die haben mich echt gut beraten und ja, bin dann heimgegangen mit meinem Ego-Set. Und das war mittwochs und sonntags habe ich dann bemerkt, ups, ich habe seit Mittwoch irgendwie 3 Zigaretten geraucht. Cool. Und davor halt wirklich zwischen 30 und 60, ja, am Tag. Oh, also ist der abrupte Umstieg bei dir hat auch relativ gut geklappt. Ja, absolut. Also, das war schon erstaunlich. Ja. Und das ging dann eigentlich ein Jahr lang ziemlich gut und dann gab es mal wieder so einen Rückfall jetzt gerade, aber seit dem Envy-Debakel bin ich wieder nur am Dampfen. Außer Ärger, ja. Was heißt Rückfall, wenn ich fragen darf? Ja, Also ich habe halt Zigaretten wieder geraucht auch, ne, ja, klar. zwischenzeitlich. Also zwar auch gedampft, aber und weniger Zigaretten als davor, aber doch auch wieder Zigaretten geraucht. Ja. Okay. Aber jetzt bist du wieder auf Null. Was die Jetzt. Zigarette, ja? Ja, jetzt bin ich wieder auf Null. Ja. Ja, das ist die Hauptsache. Und Ja.
Was ich vielleicht noch sagen muss, beim ersten Mal ging das total einfach. Und das ist das Seltsame. Diesmal fällt es mir ein bisschen schwerer. Also ich habe mehr Schmacht beim zweiten Anlauf jetzt, als ich es beim ersten Mal hatte. Hast du dann was? Dann geht's dir so wie mir im Endeffekt. Ja. Ich hatte auch einen Rückfall und nach 3 Monaten nur Dampfen habe ich wieder, dummerweise, ich weiß gar nicht mehr, was wirklich der ausschlaggebende Faktor war, warum ich wieder angefangen habe. Und jetzt versuche ich es so langsam wieder zu reduzieren, bin bei 5 Zigaretten und ja, das sind einfach so morgens nach dem Aufstehen zum Kaffee die Zigarette, die auf die ich einfach nicht verzichten mag. Aber mir geht es mit diesen 5 Zigaretten doch immer noch so sehr viel besser, wie mit den 60, die ich davor geraucht habe, dass ich mir denke, okay, was soll's, ich versuche es zwar, aber es ist kein Muss. Ja, das könnte auch genau das Problem sein bei mir, weil... Ja, ich weiß nicht, beim ersten Mal habe ich mir da überhaupt keinen Stress gemacht. Also ich erzähle das immer ganz gerne. Ich habe mir jedes Jahr an Silvester vorgenommen, nur eine einzige Sache, nämlich ich höre im neuen Jahr auf keinen Fall auf zu rauchen. Genau den Spruch habe ich auch immer gehabt. Genau den Spruch hatte ich auch. Ja. Und ich habe es problemlos durchgehalten bis 2011. Da war es dann dummerweise gelaufen. Also ich hatte halt echt nicht vor, aufzuhören. Ne? Mhm. Also ja, was heißt nicht vor, aufzuhören? Es ist... Klar würde man gerne aufhören, aber ich hatte es zwischenzeitlich ja schon mal irgendwann probiert, bin kläglich gescheitert und zugenommen und Stress und naja, deswegen wollte ich eigentlich gar nicht aufhören. Und das ist vielleicht der Zauber gewesen, jetzt mache ich mir mehr Stress oder Druck und deswegen habe ich vielleicht auch mehr Schmacht, wer weiß. Ja, aber interessant, dass du das erzählst, dass der Schmacht dann, also dass du trotzdem noch immer irgendwie Schmacht hast und potenziell Rücklauf gefährdet bist, kann man das so sagen? Ich fürchte, so ganz drüber weg bin ich offensichtlich nicht. Ich habe ein Jahr lang, hatte ich kein Problem, ne? Und war völlig davon überzeugt, dass mir eine Kippe eben auch keine Probleme machen würde, aber... Naja, es ist nicht ungefährlich, also für mich persönlich. Ne? Was für eine Liquidstärke dampfst du zurzeit? Jetzt wieder mehr. Ja, ich hatte in dem Jahr sukzessive reduziert. Ich habe mit 12 Milligramm damals angefangen und war dann irgendwann tatsächlich so weit, dass ich nur noch ab und zu mal einen Sechser gedampft habe und meistens oder viel halt auch ohne. Und jetzt im Moment bin ich... ja, so bei 9 ungefähr. Hast du denn noch mal was anderes ausprobiert an den Parametern, wenn es die Nikotinstärke macht? Vielleicht eine Sache sein, aber einen anderen Verdampfer bezüglich mehr Dampf, kälterer Dampf oder so in der Richtung? Ja, das Arsenal ist ganz schön gewachsen und ich probiere nach wie vor ziemlich viel rum. Ja. Ja, also das, ja, das, die Spielerei natürlich, klar. Also auch hier Jenny Penny und so weiter gebaut und alles Mögliche probiert. Also auch jede Menge verschiedene Verdampfer. Das macht für mich auch ein bisschen den Spaß an der Sache aus. Ja, Stefan, schön, dass du es noch, wenn auch etwas spät, aber dass du es noch geschafft hast, zu uns zu stoßen. Ich wünsche dir viel, viel, viel Erfolg, dass du bei der Stange bleibst. Echt? Nicht bei der Zigarettenstange. Ja. Allerdings, das meine ich damit nicht. Du bist Wortspiel, sorry. Ja, sorry, das meine ich natürlich nicht, nee. Bei der Stange bleiben meine ich natürlich, dass du es schaffst, gänzlich von der Zigarette wegzukommen. Toi, 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 echt. Ja, danke. Ja, Kinders, wir haben es wieder 1 Minute vor halb und auch wenn es heute etwas stockend anfing, ehrlich gesagt, I'm sorry for this, müssen wir jetzt schon enden. Die Zeit ging dann, und wenn man labert, geht es echt schnell. Also, typische Verabschiedungsrunde. Stefan, als unser später, aber herzlich willkommener Gast, sag du doch mal auch allen hier ganz schnell einmal Tschüss, bitte. Ja, danke ans Team, auch für die Talks jede Woche, finde ich super. Und danke an Lilly für den Link zum Hangout. Ja. Viel Spaß, guten Dampf und Tschüss. Jo, danke, Norbert. Ja, schön, dich auch da noch begrüßt haben zu dürfen. Und ich freue mich,
dass wir, wenn wir jemanden unterhalten konnten, und ich hoffe, dass genügend Leute bei den verschiedenen Aktionen mitmachen, auf dass wir auch weiterhin dampfen dürfen. Jo, danke, Norbert. Norbert, Entschuldigung, Thomas, sorry. Ja. Sag schnell einen Endegruß. Okay, ich glaube, das müssen wir einfach noch einmal ein andermal fortsetzen mit unserer Dampfergeschichte. Leider ist die Zeit jetzt doch am Ende. Und wie Norbert gerade eben schon gesagt hat, macht einfach mit bei den Aktionen, auf dass wir weiter dampfen können. Unterschriften bei Petitionen oder sonstiges unterstützen. Links dazu gibt es noch im Forum. Und ja. Ich sage auch, ich schließe mich dem allen an. Sag schönen Dank fürs Zuschauen dieses Mal und sag einfach ganz schnell, weil die Zeit dahin schwindet, schönen Dank, bis nächste Woche, euer DE Talk Team. Bye bye. Tschüssing.